Löten, sägen, leimen. In der Bonner Orgelwerkstatt ist Vielseitigkeit gefragt. Vom ersten Loch bis zur letzten Pfeife. Philipp Möllenbeck muss jeden Handgriff beherrschen. Selber spielen kann der 21-Jährige zwar nicht. Wie er den Metallröhren die Flötentöne beibringt, weiß er dafür ganz genau. Natürlich ist das mein Traumberuf, weil umso länger man hier ist, umso mehr darf man machen. Und es wird einfach immer interessanter in der Laufzeit der Lehre. Ja. Vor allem handwerkliche Fähigkeiten müssen die Bewerber mitbringen. Ausbilder Magnus Windelen stellt jährlich 3 neue Lehrlinge ein. Auch wenn der Beruf auf den ersten Blick erzkonservativ und uralt wirkt, Nachwuchs wird auch in Zukunft gebraucht. Vielleicht wird der Markt für neue Orgeln irgendwann weniger werden, aber repariert, gewartet, gestimmt werden müssen diese vorhandenen Orgeln immer von Fachkräften, von Orgelbauern. Die Arbeit beschränkt sich nicht nur aufs Löten in der heimischen Werkstatt. Alle Orgeln setzen die Bonner Handwerker an ihren Einsatzorten in der ganzen Welt zusammen. Schon als Lehrling ist Philipp in Caracas und Sibirien gewesen, um Erfahrungen zu sammeln. Ein Orgelbauer, der lernt quasi sein ganzes Leben nie aus. Man lernt im Orgelbau immer mehr dazu. Also es werden immer andere Orgeln gebaut. Also jede Orgel ist ein Unikat. Seine Ausbildung beendet der 21-Jährige im kommenden Frühjahr. Dem Noch-Azubi aus Bonn macht seine Arbeit so viel Spaß, dass er seinem Handwerk treu bleiben will. Orgelbauer werden schließlich überall auf der Welt gebraucht. Studieren ohne Gebühren.